Bilder hinkommen. Ja, meine Lieben, das hat mir... Hallöchen, ihr Lieben. Hier ist sie, eure Anni. Oder wie ich auch gerne so schön sage, euer Pferdegirl. Viele haben mich in den letzten 4 Jahren auf meinen Kanälen, sei es YouTube hier, TikTok oder auch Instagram, als ja manchmal verrückte, sarkastische Person kennengelernt, die halt auch crazy Sachen gedreht hat, wie zum Beispiel den Pferdegirl-Song oder verrückte Sachen mit Reitbeteiligung Alex und so weiter. Viele haben aber auch mitbekommen, dass ich seit 1,5 Jahren nicht mehr ganz so unbeschwert auf meinen Kanälen agiert habe. Einige von euch wissen noch, dass es mal eine ziemlich groß angelegte Hatewelle gegen meine Person gegeben hat, die von einigen Reitsport-Accounts zusammengezogen wurde. Ich möchte jetzt diese Sache auch gar nicht mehr total aufwärmen, wenn ich nicht schon wieder indirekt mit der Sache jetzt konfrontiert wäre. Ich möchte euch eigentlich erklären, warum ich immer mal wieder Videos löschen muss, mein Kanal nie richtig einen roten Faden führen kann und ich durch diese Sache halt nie wirklich zur Ruhe komme. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass viele Beteiligte wissen, dass ich ja gesundheitlich ziemliche Problematiken habe. Davon wissen viele Leute und gerade das scheint mich sehr schwach nach außen hin wirken zu lassen. Aus mir wurde eine Person stilisiert, die ich empfinde, nicht zu sein. Und wenn aber sich einmal jemand auserkoren wurde, ist es ganz, ganz schwierig, so eine Sache wieder loszuwerden. Wir haben es versucht mit Anzeigen, wir haben versucht, Anwälte zu konsultieren. Ich bin immer noch da in Gesprächen, aber ich wurde von einer Form des Mobbings, sagen wir es mal so, heimgesucht, die halt sehr subtil ist. Für diese Art von Mobbing gibt es halt noch keine wirklichen Präzedenzfälle. Ich habe mich da viel ausgetauscht jetzt in der Vergangenheit, viel beraten lassen. Und das Mobbing, was mir widerfahren ist, das waren immer so verkappte Anspielungen. Warum ist mir dieses Mobbing widerfahren? Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, der und das und jenes ist passiert. Mir ist Mobbing widerfahren, weil ich im Reitsport öffentlich eine Meinung bilden wollte, weil ich Sachen aufgezeigt habe. Unter anderem war ja immer ganz großes Thema, Pferde nicht frei auf Straßen laufen zu lassen oder halt ja verhaltensauffällige Pferde vielleicht nicht im positiven Licht zu posten oder das zu promoten, weil es gibt leider auf der App TikTok vor allen Dingen immer wieder Leute, die das in Kauf nehmen, dass andere Leute eventuell zu Schaden kommen oder auch, dass es ihren Tieren nicht gut geht für eben diese Views. Und ich finde, seit der Corona-Pandemie, seit dem Kriegsgeschehen hier, die Leute sind aggressiver, die Leute gönnen sich nicht mehr das Salz in die Suppe und die Leute sind auch gewillt, alles zu tun, um sich gegenseitig zu schädigen. So hört man es und sieht man es immer mehr. Die Influencer-Beefs sind mittlerweile Kultur, denn ich reacte dich, du reactest mich, ist mittlerweile die Influencer-Klasse, damit werden Klicks gemacht, damit wird Geld verdient. Möchte ich dazugehören? Möchte ich mit diesen Reaction-Formaten Geld verdienen? Möchte ich mich mit anderen Influencern öffentlich beefen, um Klicks auf meinen Account zu generieren? Viele haben das irgendwie in Vergangenheit scheinbar immer von mir gedacht, dass ich Klicks generieren will durch meine Aufklärung. Natürlich möchte ich, dass man meine Aufklärung sieht und diese Meinung vielleicht einfach nur zur Kenntnis nimmt. Aber ich habe auch am heutigen Tag auf TikTok meine erfolgreichsten Videos gelöscht. Unter anderem, weil dort andere Personen mit sichtbar waren, die mittlerweile ja auch nicht mehr in meinem Vertrauen stehen und wo es auch Probleme gab mit Glaubwürdigkeiten und so weiter. Ich möchte das jetzt auch gar nicht vertiefen. Es gibt auf jeden Fall einige meiner Videos nicht mehr auf der App TikTok zu sehen. Des Weiteren auch einige Bilder nicht mehr auf Instagram und auch keine Videos hier mehr auf YouTube. Das heißt, ein großer Teil meines roten Fadens hier auf den Kanälen ist einfach jetzt weg.
Jetzt könnte ich da sagen, um Gottes Willen, ich habe mir den Kanal ja alle 4 Jahre lang aufgebaut und warum habe ich mit anderen Leuten zusammen Videos gemacht? Warum habe ich mich da nicht wirklich abgesichert? Warum habe ich nichts Schriftliches verlangt, auch wenn die Sache vielleicht mündlich einvernehmlich war? Man hatte in dem Moment einfach Spaß mit anderen Menschen in seinen Videos, so wie es viele Influencer machen, die zusammen mal Projekte machen. Aber viele machen sich darüber keine Gedanken, was ist, wenn aus dem Spaß plötzlich Streit wird oder was ist, wenn plötzlich Partei A sagt, ich habe jetzt einen anderen Arbeitsplatz, bitte nimm mal diese ganzen Videos runter, die wir zusammen als Projekt gemacht haben. Dann steht man da und hat einen kompletten Kanal aufgebaut und muss den gegebenenfalls löschen. Und ich habe mich jetzt entschieden, nach gefühlt über einem Jahr Dauerstress, Stress mit anderen Influencern, die es nicht wahrhaben wollen oder die nicht aufgehört haben, als ich mehrfach auch öffentlich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ihr wisst, es gab hier Videos, da war ich am Ende, ich habe geweint. Ich weiß, dass ganz viele Leute sich sehnlichst gewünscht haben, dass ich TikTok aufgebe, dass ich all meine Präsenzen aufgebe, dass ich einfach nur meinen Mund halte, dass ich einfach gesilenced bin. Da gab es dann Leute, die haben sich ja netterweise mir angeschlossen. Es gab Leute, die gesagt haben, Mensch, das geht doch so nicht, was dir da passiert. Und man hatte halt einen gemeinsamen Gedanken, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber die Welt ist halt kein Ponyhof. Jetzt klicke ich hier auch. Die Welt ist kein Ponyhof. Es passiert so häufig, dass vielleicht ein falscher Satz gesagt wird, eine Sache falsch aufgefasst wird und dass sich ein Blatt ganz schnell drehen kann. In der heutigen Welt, finde ich, ist das immer schneller geworden. Man scheint dann auch nicht mehr im Nachgang vernünftig miteinander reden zu können. Aber auch das tut jetzt hier nichts zur Sache. Fakt ist nur, ich möchte nicht mehr Spielball von irgendwelchen Menschen sein, die ich nicht nah in meinem Leben haben will. Und das sind viele Influencer auf TikTok. Viele Reitsport-Influencer auf TikTok. Wo ich sage, da haben mir einige von ziemlich viel Schaden zugefügt und wo eigentlich Ruhe war und diese Ruhe wieder aufgebrochen wurde und jetzt tatsächlich nachts wieder irgendwelche Live-Schalten stattfinden, angedeutete Provokation, die kein Außenstehender als echte Provokation erkennen kann. Mir fehlen einfach, ja, ich kann es einfach schon gar nicht mehr erklären, in was für in was das Ganze abgedriftet ist. Ich könnte jetzt mitmachen, ich könnte jetzt jede Woche wieder irgendein Video auf TikTok stellen. Auch jetzt weiß ich, werden natürlich irgendwelche Live-Schaltungen kommen, es werden wieder irgendwelche Provo-Videos gedreht werden. Meine psychische Verfassung wird übergangen werden, mein Nein, hört bitte auf, wird übergangen werden. Wenn ich sage, bitte geht raus aus meinen Instagram-Stories, wird es übergangen werden. Sogar Leute, die eine Anzeige erhalten haben, gehen sogar mittlerweile wieder in meine Instagram-Stories rein und gucken das. Und setzen sich dann mit Leuten, die ich vorher sehr mochte, in Live-Schaltung. Es ist die Welt, es ist die Realität und ich bin eine Frau von, ja, bald 40 Jahren. Ich könnte mit dem Kinderquatsch aufhören. TikTok ist scheiße. Ist es wirklich. Aber für mich war das immer ein Skill. Ich habe vieles erlebt in meinem Leben. Und ich bemitleide mich damit nicht. Das ist die Realität. Ich habe vieles einfach erlebt in meinem Leben. Vieles, was auch gesundheitliche Probleme waren. Und ich habe in TikTok einen Skill gefunden. Ich habe da meine Art von Comedy, die vielleicht anders war als andere Comedy, aber das macht ja ein Kreator auch aus. Die habe ich dort ausgelebt und ich bin seit 2018 auf der App und viele Leute fanden es immer gut, dass ich auch eine kontroverse Meinung zum Reitsport gebildet habe. Dass ich angefangen habe, zum Beispiel mit der lieben Mareike von Teilzeitreiter, die unter anderem und aus ähnlichen Beweggründen, weil sie es nicht mehr abkann, was auf TikTok alles abgeht, ihren Account nicht mehr hat. Und mit der Psychologiestudentin, der Nina, haben wir zusammen den Podcast Reitsport und Netzgeschehen gegründet. Es sind Freundschaften entstanden, die bis heute auch halten. Es ist nicht nur Negatives durch TikTok passiert. Aber das Negative überwiegt langsam. Und warum macht dann eine fast 40-jährige Frau noch Kinder-Content auf TikTok? Ganz einfach, mir hat es Freude gemacht oder mir macht es auch immer noch Freude. Ich weiß, dass sich viele wünschen, wann schaltet sie sich endlich ab? Und
sie ist doch nur auch auf Klicks aus. Ganz ehrlich, jeder Kreator freut sich, wenn seine Videos gut geguckt werden. Mein Kanal stagniert jetzt schon seit ein paar Monaten. Das ist bei älteren Kanälen so, die um die 2018 gekommen sind. Da gibt es ein paar Kanäle, die wachsen irgendwann nicht mehr so richtig. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Möglichkeit, meine Videos kreativ zu zeigen, Videoschnitt zu machen. Soll ich Videos produzieren für mein Zimmer, fürs Fotoalbum? Nein, ich möchte natürlich Videos zeigen und ich nehme euch wirklich auch gerne mit. Und im Großen und Ganzen sind die meisten Menschen eher gut, also die sind gut drauf, mit denen ich so Kontakt habe. Ich habe eine kleine, feine Insta-Community, mit denen ich auch wirklich versuche zu schreiben. Und ich habe mir jetzt so gedacht, ich halte jetzt nicht mehr an Material fest, nur dass meine Accounts nicht nachträglich geschädigt werden oder im Shadowban landen. Ich möchte diesen Influencer-Beef nicht mehr mitmachen. Ich weiß, dass auf dieses Video wieder unzählige Gespräche folgen, Reaktionen folgen und so weiter. Aber ich möchte bei diesen Reaktionen nicht mehr mitmachen. Und sollten diese Reaktionen überhand nehmen, weiß ich, dass ich zumindest eine Möglichkeit habe, die Sache nach über einem Jahr endlich rechtlich beenden zu lassen, und zwar offiziell. Dass ich es dann rechtlich beenden lassen kann. Weil mit dieser Art von subtilem Cybermobbing kommen die Leute halt durch. Sie berufen sich dann immer wieder auf ihre Meinungsfreiheit und traktieren die Leute immer weiter. Und ich überlege mir halt, wie es wäre, wenn ich vielleicht, und das habe ich schon ganz oft in der Vergangenheit gesagt, wenn ich vielleicht 14 Jahre alt gewesen wäre, nicht schon ein wenig über mich gelernt hätte in den ganzen Jahren. Wie hätte ich mich dann gefühlt? Hätte ich es überstanden? Es gibt sogar eine junge Frau, ich glaube, das war ja eine Fußballerfrau oder so, die sich das Leben oder die nicht mehr lebt wegen dem Internet. Und viele Leute denken, wenn ich einen Sketch poste am nächsten Tag, der geht's doch gut. Die kann ja noch Witze machen. Der eine hilft sich mit Weinen, der andere hilft sich vielleicht damit, dass er seine Kanäle löscht, und der andere hilft sich damit, es sarkastisch aufzuarbeiten. Und jeder Mensch hat seine eigene Art, mit dieser Art von Cybermobbing umzugehen. Ich habe erst gestern in einer Live-Schalte gehört, die auch an mich gerichtet war, man wäre ja vielleicht doch ein bisschen mit mir zu krass umgegangen. Aber ich hätte es auch nicht anders verdient, beziehungsweise ich hätte es ja auch so auf die Spitze getrieben. Ich frage mich, wie ein Mensch alleine Dinge auf die Spitze treiben kann, wo zig Kanäle sich dran hochziehen. Ich weiß, dass sich viele Kanäle unheimlich vergrößert haben. Ich habe es checken lassen, beziehungsweise habe das ja mitverfolgt, welche Kanäle involviert waren in dieser Hate-Speech-Welle und wie stark die Kanäle größer geworden sind. Es gibt Kanäle, die mittlerweile 400.000 bis 500.000 Follower haben und ich habe 171.000 Follower. Bloß, das sind Zahlen. Zahlen, die manchen Menschen wichtiger sind als alles andere. An denen Freundschaften zerbrechen. Menschen, die man vorher direkt gekannt hat, die plötzlich nicht mehr mit einem sprechen oder wo man sich fühlt, als sei man ein Monster. Und ja, dann ist mein Kanal halt ohne roter Faden. Aber ich habe mich frei davon gemacht. Ich habe es mir jetzt von der Seele geredet und ich wage meinen Neuanfang. Ich weiß, auf wen ich mich wirklich verlassen kann, mit wem ich Social Media machen kann, ohne dass ich danach irgendwie um Urheberrechtsstreitigkeiten fürchten muss. Und ich kann euch nur ans Herz legen, selbst wenn ihr im Social Media Best Friends seid, ihr macht Kanäle zusammen, ihr habt euch total lieb auf TikTok, Co. Es kann immer der Zeitpunkt kommen, wo Leute kommen und sagen, ich möchte aber gar nicht mehr zu sehen sein in deinen Videos. Und dann steht ihr da, habt vielleicht euch einen Kanal aufgebaut, habt ihr mal geguckt, habt ihr euch alle gegenseitig rechtlich eigentlich abgesichert? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mir jetzt zu bunt, zu viel wird und dass ich es einfach aushalten werde. Ich werde versuchen, dieses Echo auszuhalten und irgendwann hat man vielleicht die Möglichkeit, endlich was dagegen zu tun. Ich weiß aber, dass ich für mich jetzt hier einen Schlussstrich gezogen habe. Das heißt, Leute, die mir jetzt nachtrachten, mich unter diesem Video beleidigen, die werden per NetzDG gemeldet, beziehungsweise auch gelöscht und blockiert. Und diese vielen Live-Schalten, die jetzt vielleicht noch ein paar Wochen darauf folgen werden, die erkennen ja auch andere Leute. Und vielleicht verspricht sich irgendwann mal jemand in dieser Live-Schalte und man kann es nicht mehr als Meinungsfreiheit äußern. Ich werde es versuchen auszuhalten.
Ich denke, in diesem Video sieht man, dass ich nicht toll geschminkt bin, dass ich auch recht eingefallen bin im Gesicht und dass hier jemand zu euch spricht, der nicht gesund ist, der aber auch weiß, dass er nicht gesund ist und der oft genug gesagt hat, was ihm Social Media bedeutet und warum er auch Aufklärung oder warum ich auch Aufklärung im Reitsport betrieben habe. Auch das werde ich so in der Form vielleicht nicht mehr tun. Beziehungsweise ich möchte mich gar nicht einschränken. Ich mache meinen Content auf meinem Kanal, weil es mein Kanal ist. Wenn ihr mit meiner Art Content nicht zurechtkommt und meint, mich anfeinden zu müssen, müsst ihr das Problem bei euch suchen. Denn da liegt dieses Problem. Ich zum Beispiel habe schon zig Influencer auf Kanälen gesehen, die ich nicht mochte. Wo es mir in den Händen gekribbelt hat und ich dachte, ach Mensch, mach doch da mal, schreib doch da mal was hin. Und dann gedacht habe, nein, lass es. Und dieses Nein, lass es wirklich aushalten zu können, ist gar nicht so einfach. Das zeugt von Selbstdisziplin. Und wie gesagt, ich fand es gut, dass eigentlich jetzt eine Zeit lang wirklich viel Ruhe eingekehrt war. Und ja, jetzt soll diese Ruhe halt wieder durchbrochen werden. Aber zu einem Streit gehören immer zwei oder auch zu einem Krieg gehören zwei Parteien. Man sagt ja immer so schön, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, da kann ja eine große Kriegsseite stehen. Bloß was ist, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr hingehe? Ja, wie gesagt, meine Kanäle sind nicht mehr so, wie ihr sie gekannt habt. Auf TikTok sind einige meiner viralsten Videos nun runter. Hier auf YouTube sind unter anderem die Videos unten, wo ich Landlust abgegeben habe, wo Mini-Pep bei mir eingezogen ist. Und auch zusammenhängende Postings auf Instagram habe ich dadurch verloren. Aber ich sage immer so, man hat immer die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und mein Neuanfang wird es einfach sein, mit meinen Pferden Freude zu haben, euch mit auf Turniere zu nehmen, auch wenn dort vielleicht auch furchtbare Menschen sind, die sagen, oh, diese komische Koriander-Flavor reitet da auf ihrem zu kleinen, gewaschenen Islandhengst. Dann sollen die da sein. Alles, was mir gerade passiert ist, hat mir unheimlich wehgetan, mich unheimlich verletzt. Andere Leute haben sich durch mich scheinbar auch sehr, sehr verletzt gefühlt. Aber darunter waren auch Menschen, die mental sehr stark sind. Mental sehr viel stärker sind als ich und das auch wissen. Und ich sag immer mal so, dieser Groll, der tut vielleicht auch mir nicht gut, der mir entgegenkommt. Aber wenn man selber immer voller Groll gegen andere ist, tut es einem irgendwann vielleicht selber auch nicht mehr gut. Ja. Das Leben ändert sich, meine Kanäle ändern sich und ich bin froh, trotzdem Menschen um mich zu haben, die wissen, was mir Social Media bedeutet und warum ich das eigentlich wirklich mache. Und ich freue mich trotzdem, euch weiter mitnehmen zu können mit meinen Pferden und vielleicht auch etwas mehr Dinge aussitzen zu können, denn es ist ja alles mittlerweile von Meinungsfreiheit gedeckt. Und ich hoffe, dass irgendwann Institutionen auf diese neue Form von Cybermobbing und auch Cyberstalking aufmerksam werden und dass man irgendwann per Gesetz mehr Dinge dagegen tun kann. Ja, und nun lasst euch aus, ihr Lieben. Den Freifahrtschein habt ihr von mir nicht, aber ihr wisst ja, was rechtlich erlaubt ist und was nicht. Eure Annie.